Hey Leute, ich bin's David vom Schießstand. Und ihr hattet jetzt vom 23. Oktober bis zum 29. Oktober Zeit, für unseren Wettbewerb ein 60 Sekunden langes Video zum Thema Halloween zu produzieren, um dann bei unserem Videowettbewerb vielleicht einen von drei Preisen abzuräumen. Die Preise wurden von folgenden Sponsoren zur Verfügung gestellt: Tinkteak, Freewell, Desview, Synco Audio, Andy Cine, PNY Technologies und Tarion. Und erstmal wollen wir nochmal Danke sagen an die Ersteller der 18 eingesandten Videos. Da war wirklich so viel Gutes dabei, dass wir alle richtig erstaunt waren und dass wir uns noch dazu nicht so richtig einig werden konnten, wen wir nun wo genau platzieren. Aber das alles und natürlich auch die Gewinnerfilme gibt's nach dem Intro, also Film ab. Erstmal will ich euch kurz unser Bewertungsprinzip vorstellen. Zuerst hatten wir überlegt, ob wir objektiv anhand von einer Bewertungsmatrix bewerten wollen. Dort hätten aber zum Beispiel Punkte wie Kameraführung One-Man-Shows benachteiligt. Und Punkte wie Lichtsetzung hätten Low-Budget-Produktionen ohne viel Equipment benachteiligt. Und da ich ja auch gesagt hatte, dass es vollkommen egal ist, ob ihr das mit dem Smartphone oder einer Red filmt, haben wir uns dazu entschlossen, nach purem Gefallen zu bewerten. Also wie sehr ein Video rein subjektiv den drei Leuten aus der Jury gefällt. Und da wir ja drei Leute sind, die sehr viel Wert auf unterschiedliche Dinge legen, ist es also relativ breit gefächert und niemand wird aufgrund von irgendwas benachteiligt. Wir hatten ja gesagt, wir zeigen die 5 besten Videos. Also war die Idee, dann insgesamt 10 Punkte auf die persönlichen Top 5 Videos verteilen zu können. Maximal darf ein Video aber nur 4 Punkte bekommen und jedes Video muss mindestens einen Punkt bekommen. Also kann man 5 Videos zum Beispiel mit jeweils 2 Punkten bewerten oder eins mit 4, eins mit 3 und die anderen 3 jeweils mit nur einem Punkt. Ich hatte gehofft, damit kommen wir schnell zu einem klaren Ergebnis. Und für Platz 1 und Platz 2 war das auch der Fall. Nur leider haben wir 4 dritte Plätze mit jeweils 3 Punkten erhalten. Dann stand schon mal fest, wir zeigen nicht nur 5 Videos, sondern eben alle 6, die nach der ersten Runde quasi auf dem Treppchen gelandet sind. Auch wenn das der dritte Platz vom Treppchen halt 4 geteilt ist. Aber da wir nur ein Preispaket haben für den dritten Platz, musste noch eine Bewertungsrunde mehr her. Diesmal 8 Punkte, weil es ja nur noch 4 Videos waren, die eben auf 4 Videos verteilt werden müssten. Wieder nach dem gleichen Prinzip, aber diesmal maximal 3 Punkte pro Video. Aber leider haben wir auch nach dieser zweiten Bewertungsrunde immer noch kein klares Ergebnis gehabt. Aber zumindest haben wir aus 4 dritten Plätzen nur noch 2 Stück gemacht. Und da wir uns auch anschließend argumentativ nicht so wirklich einigen konnten, musste die Entscheidung des dritten Platzes ein Joker fällen. Und das war in dem Fall jetzt meine Frau. Das war anfangs nicht vorgesehen, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass es so eng wird und dass es überhaupt so viele so gute kleine Filme schaffen, ist schon echt beeindruckend. Aber kommen wir mal zu den Filmen und den Plätzen selbst. Zuerst unser zweigeteilter 5. Platz. Der Film Halloween 2020 von Fabian Menzel. Film ab. An deinem Film hat uns vor allem die Stimmung total mitgenommen. Die hat am Anfang sowas von gefesselt. Wow. Es war technisch super gut umgesetzt und die Atmosphäre kam richtig gut rüber. Musik, Effekte, sehr gut gewählt. Der Plot-Twist am Ende war so ein kleiner Lacher zwischen den sonst doch eher düsteren Filmen. Was man aber hätte besser machen können, wäre zum Beispiel eine bessere Abstimmung der Tageszeiten. Du hast helle und dunkle Szenen gemischt. So wusste man nicht, wo man jetzt gerade am Tag ist. Bis zur Mitte des Filmes war das alles noch sehr stimmig und absolut geil. Dann wurde es dunkler, mit 2 Szenen, noch düsterer und dann plötzlich wieder hell und da war es irgendwie vorbei. Trotzdem richtig gute Arbeit, super viel Potenzial und auf jeden Fall ein verdienter Shoutout. Also Leute,
nehmt euch wirklich die Zeit und schaut mal auf den Social Media Kanälen der Teilnehmer vorbei, damit es sich auch für die lohnt, die jetzt eben keinen Preis gewonnen haben. Der zweite, fünfte Platz geht an den Film Die Maske von Marvin Finger. Film ab. Dein Film Marvin hat uns richtig gut gefallen. Jedoch hatte die Story nicht den Wow-Effekt von anderen eingereichten Filmen, auch wenn du natürlich ein derzeit wirklich wichtiges Thema ansprichst. Technisch super umgesetzt, aber dir ist ein wenig zum Verhängnis geworden, dass es noch zwei andere Filme mit ähnlicher Szenerie gibt, die uns doch noch eine ganze Ecke besser gefallen haben. Aber trotzdem, es hat dir hoffentlich richtig Spaß gemacht mitzumachen und uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, eure Kreativität zu pushen. Leute, schaut definitiv mal bei Marvin vorbei. Wenn da noch mehr in dieser Qualität kommt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und immer dran denken, Masken können Leben retten, aber wie ihr hier seht, auch einige Albträume bescheren. Und jetzt kommen wir zu Platz 4. Also leider nur ganz knapp durch Joker-Entscheidungen vorbei an Treppchen und an den Preisen. Ich hoffe, du nimmst es meiner Frau nicht übel. Platz 4 geht an den Film Ghostwriter von Michael Kirschner. Also, Film ab. Yep, das war's. An deinem Film haben wir alle eigentlich nur einen Kritikpunkt gehabt, nämlich das abrupte Ende. Ansonsten Atmosphäre, Kameraführung, Soundeffekte, Schnitt, Videoeffekte mit dem Buch, super geil. Sehr gut sogar. Aber irgendwie wirkt das Ende dann nicht rund. Man denkt, da muss noch was kommen. Vielleicht hättest du einige Szenen vorher minimal kürzer schneiden können, um so am Ende vielleicht noch wenigstens Platz für ein paar Millisekunden mehr Monster zu haben. Oder vielleicht sogar für einen Fade to Black. Vielleicht war das aber auch der Zeit geschuldet, die dann am Ende für dich ein bisschen knapp wurde, denn das war wirklich eine Last-Minute-Einsendung. Aber bei mir ist es bei dieser Art Videos meistens so, wenn man mit einem Tag Abstand nochmal auf das Edit guckt, dann sieht man einiges, was man vielleicht nochmal anders machen wollen würde. Deshalb ist bis zur letzten Sekunde Zeit lassen da eigentlich meistens keine Idee. Aber schlecht war das definitiv nicht. Und auch ein definitiv verdienter Shoutout. Auch wenn es nicht zum Gewinn gereicht hat. Schaut mal auf den Social Media Kanälen von Michael vorbei und guckt euch die andere Arbeit von ihm an. Das lohnt sich definitiv. Und jetzt kommen wir zum Treppchen und damit auch zu den Preisen. Den durch Joker-Entscheidung sehr engen dritten Platz belegt The Priest von Mein Video Studio. Also Film ab. Was verbarg sich hinter meinem tiefen Ich meines Seins? Denn ohne Erfolg suchte ich seit langem in vergessenen Schriften alter Bücher nach meinem eigenen Sein.
das mit meinem Körper und meinem Geist in Verbindung meiner Seele stand, die ich ein letztes Mal mit Hilfe eines unbekannten Buches zu erkunden versuchte. Mag nicht leben, kann nicht sterben, hol ihn her, den Bruder Erben. Du Narr, ich bin der Graf der finsteren Nacht. Du Narr, ich bin die Macht des Schleiers Tracht. Du Narr, ich bin der Lord der Feuerschaft. Das war jetzt definitiv mal was anderes. Respekt für dieses Werk und Glückwunsch zum verdienten dritten Platz. Der einzige Film, der einen Erzähler einsetzt. Und die Story, die in dieser Minute vermittelt wird, wirkt rund und stimmig und gut und füllt den Rahmen exakt perfekt aus. Story, Kulisse, Atmosphäre, Kamera, die Feuereffekte, das hat uns richtig überzeugt. Was uns dagegen ein kleines bisschen gestört hat, war der Effekt mit den schwarzen Punkten, mit denen quasi der Teufel vom Schatten in den Priester fährt. Aber vor gar nicht allzu langer Zeit wäre das noch Hollywood-tauglich gewesen. Siehe zum Beispiel die Mumie. Ansonsten ein super Werk. Und reingucken lohnt sich hier doppelt, denn auf dem YouTube-Kanal von Mein Videostudio findet man einige Videos, wo selbst wir noch was lernen können. Ein Making-of zu so etwas wie The Priest wäre sicher richtig cool. Also reinschauen und abonnieren, das kann hier definitiv nicht schaden. Noch dazu gewinnt ihr das Paket aus der Inky Ben Box, zur Verfügung gestellt von Andy Sine. Ein richtig gutes und robustes Tinkteak Slide 2.0 Lampenstativ. Das kann man als Filmemacher, denke ich, wirklich immer gebrauchen. Und eine kleine Tarion Kameratasche, die hoffentlich in irgendeiner Situation mal für euch hilfreich sein wird. Wir schreiben euch eine Mail, um alles weitere zu klären. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Platz. Und die virtuelle Silbermedaille, die geht an den Film Mein Dämon von Mutlu Karaköse. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Also, Film ab. Was ein Ding! Mir persönlich von der Story her am absolut besten gefallen. Auf jeden Fall verdient das jede Menge Respekt und Glückwunsch zum verdienten zweiten Platz in unserem Videowettbewerb. Das war echt knapp. Aber jetzt mal kurz zum Video. Wow. Einfach nur wow. Dieser kleine Twist am Ende lässt einen so einen kleinen Schauer den Rücken runterlaufen. Und diese verrückt wackelnden Füße deines Dämons sind ein richtig geiles Detail. Story, Kamera, Schnitt, Stimmung, Sound gefällt uns richtig gut. Und gerade mal mit einem Punkt Abstand auf dem zweiten Platz gelandet. Nur, was wir uns alle drei gefragt haben, was zur Hölle ist mit deinem Bett passiert? War das auch der Dämon? Auf jeden Fall würde ich sagen, dass Mutlu nicht nur das Paket für den zweiten Platz echt verdient hat, sondern auch euren Besuch auf seinen Social Media Profilen. Also schaut vorbei, lasst ein Follow da, auch wenn da noch nicht so viel los ist. Dieses Werk verdient auf jeden Fall Respekt und so viel besser hätte man die Aufgabe kaum erfüllen können. Du bekommst von uns einen Freewell-Variablen-ND-Filter deiner Wahl, eine Synco A1-G1 Audiofunkstrecke, ebenfalls ein TinkTeak Spike 2.0 Lampenstativ und einen Tarion Kamerarucksack. Du bekommst eine Mail und wir klären, wie die Preise zu dir kommen. Und jetzt zum ersten Platz. Ein Video, was wahrscheinlich für jeden, der mal im Internet bestellt, einen ziemlichen Wow-Effekt hat. Der Film heißt The Box und kommt von Tim Philipp und dem Team Manticore. Also, Film ab!
Wow. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn unseres ersten Schießstand-Video-Wettbewerbs. The Box war das erste Video der Einsendung, was uns so richtig geflasht und umgehauen hat. Und es hat seinen Charme auch beim nochmal und nochmal Anschauen nicht verloren und konnte in unserer Meinung von keinem anderen Video übertrumpft werden, insgesamt betrachtet. Wir haben an The Box wirklich überhaupt nichts auszusetzen. Story, Kamera, Schnitt, Sound, Effekte, alles stimmig, die Zeitvorgabe toll genutzt und aus unserer Sicht das absolut Beste rausgeholt. Das Setting in der eigenen Wohnung hat sich hier im Wettbewerb als ziemlich beliebt rausgestellt und The Box setzt das unserer Ansicht nach am besten um. Das heißt, Tim oder eben auch das Team Manticore dürfen sich über den Hauptpreis im Wert von 1000 Euro freuen. Das neue ThinkTeak Wing Stativ, ein Deathview R5 Monitor, ein Simco Mic D30 On-Kamera-Mikrofon, ein Freewell-Variablen-ND-Filter deiner Wahl, eine PNY 500GB SSD, ein Tarion Pro Kamerarucksack und das Beste an der ganzen Sache, das Schießstand-Snapback. Ich hoffe, das kommt dann auch mal zum Einsatz. Die Social-Media-Accounts, die ihr auschecken könnt, die blende ich euch hier natürlich auch ein und verlinke sie, wie bei allen anderen Teilnehmern auch, unten in der Videobeschreibung. Auf Instagram ist da beim Team Manticore noch nicht so viel los, aber auf YouTube gibt es einen richtig coolen kleinen Kurzfilm, der wohl auch für den Wettbewerb entstanden ist. Also schaut mal rein, wie ihr an euren Gewinn kommt, das klären wir per Mail. Ich hoffe, die Filme haben euch so gut gefallen wie uns. Und ich hoffe, alle, die teilgenommen haben, hatten jede Menge Spaß. Für uns war es wirklich der Wahnsinn zu sehen, wie ihr euch zu kreativen Höchstleistungen treiben lasst von uns. Und vor allem, wie viele talentierte Filmemacher hier unter den Zuschauern sind. Ich denke, zu den 50.000 machen wir das wieder, aber dann legen wir noch ein bisschen mehr auf den Preis drauf. Ich kann es jedenfalls schon kaum erwarten. Ich hoffe, das dauert nicht mehr allzu lange. So ganz uneigennützig. Also nochmal, danke, danke, danke an alle. Es hat mega Spaß gemacht, das war für uns einfach der Wahnsinn. Wenn es bei euch leider nichts geworden ist mit dem Gewinn und ihr trotzdem etwas aus den Gewinnpaketen haben wollt, dann findet ihr Links zu den Preisen unten in der Videobeschreibung und wenn ihr über diese Links einkauft, dann unterstützt ihr damit wie immer kostenlos unseren Kanal. Und schaut auch mal bei unserem Jurymitglied Sebastian Lindner rein, der mit seiner Expertise unsere Jury echt unterstützt hat. Links zu seinen Social Media Accounts findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten sage ich Happy Halloween und ciao bis zum nächsten Mal.